Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Vier Mädchen treffen vier Jungen. Sie möchten vier Mädchen-Jungen Tanzpaare bilden. Frage, wie viele Möglichkeiten haben Sie? Wir stellen die vier Mädchen in dieser Reihenfolge auf und stellen auch die vier Jungs in dieser Reihenfolge auf. Somit haben wir eine Möglichkeit, Mädchen-Junge-Tanzpaare zu bilden. Aber wenn die Mädchen in dieser Reihenfolge aufstehen und auch nur zwei der Jungs ihren Platz ändern, wie hier zum Beispiel die zwei ersten, so haben wir eine weitere Möglichkeit, Mädchen-Junge-Tanzpaare zu bilden. Also wie viele Möglichkeiten gibt es insgesamt? So viele, wie es Möglichkeiten gibt, die Jungs in Reihenfolgen aufzustellen. Also Fakultät von 4, das heißt 24. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 24. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.